einen lachenden, einen weinenden und einen GG. Boston, 1770. Glotz nicht. Verzeih. Genau. Benimm dich nicht wie ein Tourist. Okay. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Auch im Handy kann, muss es auch, im Handy wird es auch funktionieren im Chat. Ja, das ist jetzt dein Name. Im Chat, da hast du ja die Funktion für also die Emotes, da müsste es eigentlich auch funktionieren. So, es sei denn, dein Handy ist so klein. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen was einkaufen hier, ne? Achilles braucht ein bisschen was für die Renovierung, ein bisschen Kleister, ein paar Pinsel, ein bisschen Farbe. Und dann steht die alte Hütte wieder, ne? So, wo ist es denn? Komm, geh mir aus dem Weg. Gemischt waren, gemischt waren. Da. Zack. Ja, genau, das ist ein Lachen da. Ach, du hast nur den einen. Ja, stimmt, weil du Stufe. Ja, stimmt, weil du Stufe 1 Abo hast. Ja, genau. Dann hast du den einen, aber ist ja schon mal was. Die Sachen von dieser Liste. Und der funktioniert jetzt auch in anderen Streams. Willst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Was? Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Oh je, das sieht nach Ärger aus. Ich sollte zurück zu Achilles. Ja. Wer sitzt im Parlament für Boston? Alle Mann, kommt mit uns. Oh je, das sieht nach Ärger aus. Das sieht sowas von nach Ärger aus. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Ich folge dir. Kommt mit zur King Street, wir zeigen's denen. Ja, es gibt drei unterschiedliche Stufen von Emotes. Es ist halt davon abhängig, wie teuer das Sub halt ist, ne? Die Subscription, da gibt's unterschiedliche Stufen. Und damit kann man dann entsprechend die Emotes freischalten. Das ist eine ganz nette Geschichte. Es gibt tatsächlich wohl Leute, die sammeln tatsächlich Emotes, ne? Aber, finde ich ganz cool. Und die habe ich mir mal designen lassen vor ein paar Wochen. Ich habe da so eine junge, dynamische Designerin, die sowas ganz gerne macht und, ja, die hat mir ein paar davon gemacht. Das fand ich sehr nett. Dieser Natur sehr cool. Verboten. Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Hey, geht doch zurück nach England. Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos. Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen. Niemals. Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ihr Feiglinge. Zieht mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete. Wir haben keine Angst. Da. Na, wer steht denn da? Haytham Kenway. Was ist das? Das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden.
Aber nichts aber. Tu, was ich sage und los. Jawohl. Ja, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Ey, Rotrock. Na komm, benutzt das kleine Gewehr. Rumgedrängter fetter Grübel in deinem Rotrock. Wenn wir nicht bald kämpfen, ich krieg dich an. Was soll denn dieser Aufruhr? Oh nein, jetzt sieht er mich. Gucken, ob ich ihn so verfolgen kann. Übers Dach. Übers Dach ist immer gut. Alles immer übers Dach machen. Assassinen sind Klettermaxe. Die kleinen Brüder von der Bratmaxe. Ah, der soll doch, glaube ich, hier scharf schießen. Der soll ein Attentat ausführen. Verstecke ich mich mal, ne? Ist gescheitert. Nicht ganz. Charles. Ihr Hunde! Feuer! Na super, schießen sie auf Unbewaffnete. Boah, sieht der böse aus. Krass. Da oben. Hau ab! Sofort zu Achilles. Na klar. Ah, gut. Sie werden gesucht. Die Wachen erkennen. Okay. La 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 la. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Falsche Richtung. Wie komme ich jetzt schnell zu dem Achilles? Alles schon wieder so schön friedlich hier. Was ist denn mit dem los? Dem geht's nicht gut. So, wo ist der Achilles? Wo steckt der gute Mann? Wo hat er sich verkrümelt? Ich glaube irgendwo hier, ne? Oder hier? Hier drüben. Ich sehe dich. Das ist doch nicht Achilles. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Bursche. Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. Okay. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Tun? Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Das hilft ungemein weiter. Komm zurück, wenn du sie abgerissen hast. Ich werde gesucht und soll selber die Steckbriefe abreißen. Gut, hier, gute Idee.
Ach, Mist. Zack. Boah, geiles Ding. Zack. Und du nochmal. Schöne Erinnerung an den, wie heißt er noch? Ezio. Oh shit. Das ist ein guter. Aber sagen wir mal, kein schlechter Kämpfer. Mist! Oh Gott, ich werde sterben, ey. Ich muss weg hier. Ich muss den Sichtkontakt irgendwie unterbrechen. So geht das. Einmal mit Profis. So. Samuel. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Der Mörder. Danke für die Vorurteile. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. So geht das. Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. So macht man das. Medien kann man kaufen, ne? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. So, Na dann komm mit, Sam. Lass uns mal in die unterirdischen Eingang gehen. Green Dragon. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Ach komm. Zu zweit, das geht nicht. So. Zack. Schönes Slow-Mo. Er hat nichts getan. Lasst ihn in Ruhe. Genau. Okay.
Wo muss ich denn hier lang? Wie kann ich nochmal zoomen da? Ach Gott. Da war ich viel zu früh. Ich dachte, ich wäre hier richtig. Naja, so kann man sich irren. Na komm, bisschen schneller, Sammy. Bisschen schwach auf der Brust, wa? Weniger rauchen, dann geht das schon. Na komm. So, dann gibt es hier noch eine hohle Gasse. Durch diese hohle Gasse wird er kommen. Immer auf den Verbündeten warten. Also. Ich sehe dich drin. Okay. Wieder volle Sync. War auch nicht schwierig. Aber sowas von. Ja, ich sag ja. Der muss ein bisschen mehr trainieren. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da hinten ist eine Taverne, da tausche ich das Ding gegen Bier. So. Sind wir hier im Keller. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Weshalb bauten Sie diese Tunnel? Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Gibt's hier nicht noch irgendwo eine... noch so ein Wandding? So sehr es mich schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Klar. Jetzt auch ein bisschen, meine Liebe, da ist ja so ein bisschen im Punkt, wo ich gestorben bin. Im Lurk-Modus. Dann lurke mal. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. PC-Reparatur, Laptop-Reparatur, PC-Bau, PC-Beratung. Ja, ist doch gut. PC-Consulting. So, jetzt muss ich mal ein bisschen hier... So. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Na super. So, abtauchen. Sequenz 5. Wie war es mit Subnautica am Ende? Ich habe Subnautica nicht zu Ende gespielt. Nein, ich habe Subnautica nicht zu Ende gespielt. Wo komme ich jetzt? Ach, ich muss von vorne aus rein. Okay. Aber ja, du hast recht. Ich müsste es mal weiterspielen. Ich müsste es mal weiterspielen, hast du völlig recht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da hängen geblieben bin. Ich glaube, ich habe nicht alle Bauteile für einen Krebs zusammengekriegt. Und den brauche ich ja, ne? Damit ich noch weiter runterkomme. Das hatte ich nicht hingekriegt. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis.
Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Warum ist es zu ändern Ich werde schwierig? Deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm. Ich zeige dir, wie du abreisen kannst. Jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Ja, ich muss da wirklich mal, nochmal ansetzen. So, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Mhm. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, ja. Besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen. Gedruckte Worte werden für wahr gehalten. Mhm. Und all das ohne zu hinterfragen. Die ließen das Biest los. Hast du das vergessen? Ich half dir nur, es zu zähmen und zu nutzen. Es muss einen anderen Weg geben. Einen ehrlicheren. Ja, wenn du es schaffst, ihn zu finden, lass es mich wissen. Doch bis dahin kneten wir den Ton, den wir haben. Entschuldige bitte. Ich wollte wirklich nicht undankbar sein. Klingt aber so. Ich war genauso in deinem Alter. Du wirst herauswachsen. Und wenn nicht? Wenn ich mich weigere? Also ich habe ja jetzt, du hast es vielleicht nicht mitbekommen, jetzt die Woche Urlaub, also die kommende Woche. Da könnte ich auch mal vormittags wieder, ich habe auch gesagt, ich werde ein paar Mal vormittags auch streamen. Da könnte ich vielleicht mal den Subnautica nochmal anschmeißen. Hast du eigentlich recht? Das könnte ich mal fertig machen. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Er lernt schnell. So, Untergrundschnellreise. Interagieren Sie mit einem Tunneleingang, um neue Orte für die Schnellreise aufzusuchen oder freizuschalten. Sie können auch freigeschaltete Tunneleingänge auf der... Ja, genau. Ja, oder ich mache es auch mal abends oder so. Das kann man ja auch machen. Wie gesagt, ich habe ja frei. Ich könnte ja auch, was weiß ich, dienstags abends oder so oder dienstags nachmittags. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. So, wo muss ich denn jetzt als nächstes nach? Das sind alles Hafenposten hier. Das ist irgendwie ein Laden. Da gibt es einen neuen Gegenstand. Das ist mir aber gerade mal wurscht. Ach, ich muss wieder hier zur Davenport-Siedlung. Okay, und damit komme ich jetzt mit so einem Knaben hier dahin. Mit so einem Hafenheini hier interagieren. Ich würde ganz gerne zur Davenport-Siedlung. Schnellreise. Ja, selbstverständlich will ich dahin. Dankeschön. Nimmt der mich umsonst mit oder muss ich dann das Deck schrubben? So, ja. Jetzt muss ich wieder hier rauf. Ah, jetzt bin ich hier am Hafen angelangt. Ah, oh, da liegt ein altes Schiff. Das sieht aber lustig aus. Wie heißt das noch? Ist da ein Name dran? Leider sehe ich da keinen Namen dran. Aber gut. Das Schiff werden wir nachher mal aufmöbeln. Niemand vermöbelt einen so gut wie Ikea. Na komm, geh doch rauf da. So. Das war der schlechteste Witz am ganzen Abend. So. Na stimmt, das war immer so ein rutschiger Weg hier. So, da sind wir doch schon wieder. Dann kommen wir irgendwo hier rein. Und jetzt bekomme ich doch bestimmt gleich was für ein anderes zum Anziehen, weil ich doch ein Assassine bin. Ach, da sitzt da der arme alte Mann. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber ja. Er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training.
Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Richtig. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Mhm. Eine Holzkiste. Ah. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Okay, was will der? Klopft er einfach ans Fenster. Kann sie besser putzen. Godfrey. Hey Godfrey, alte Säule. Oh komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Ja, was willst du denn? Ja. Keine Zeit, bitte komm! Ich bin unterwegs. Wo habe ich denn... Ah, Waffen. Das sieht doch sehr gut aus, oder? Ich finde, das sieht sehr fantastisch aus. Geil, wieder schön die Klingen hier. Sowas bräuchte ich auch. Damit könnte ich mir morgens meine Salami schneiden. Oder mein Brot schmieren mit Butter. Oh je. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Oh, da bin ich auch gescheitert die ersten Male. Helf mir! Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Hilf mir! Ich versuch's, mein Freund. Hilf mir! Du bist zu schnell. Mach mal langsamer. Paddel dagegen. Oh, die Musik ist super. Zu Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Ah, super. Ein Wasserfall. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Das ist nett. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Sehr gut. Ja, das fand ich immer cool. Da muss ich jetzt diese Devonport-Siedlung, die muss ich mit ausbauen. Das ist richtig geil. Also ich mochte das richtig gerne. Da musst du so kleine Missionen machen und dann siedeln sich da die Leute an. Richtig nett. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Was Nützliches. Okay. Wo willst du mit mir hin? Ah, da. Nach Mission mit diesem Symbol Ausschau halten, um neue Einwohner zu gewinnen, die Siedlung zu verbessern und mehr Gegenstände herstellen zu können. Genau das werde ich tun. Wenn Sie Ihre Siedlung ausbauen, erhalten Sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die Sie herstellen können. Yeah! Booyah! So.
Was ist denn das? Hier. Bleib mal stehen. Ich will mit dir quatschen. Na dann nicht. So, dann wollen wir mal schauen. Wo haben wir denn hier noch was? Da ist doch was. Guck mal, da gehen wir jetzt mal hin.